Und du bist die Besitzerin oder bist du Küchende oder bist du Leiter? Mann, hast du uns auseinandergenommen. Wir sterben, bis wir da ankommen. Bitte, ich will doch nur Sushi essen. Ich will doch nur Sushi essen, nicht sterben. Ganz bitte. Richtig, mit Bambus-Einrichtung. Was will mit Heris? Hat jemand die Nummer von ihm? Haben Sie nicht die Nummer? Können Sie die nicht? No. Hab ich leider nicht. Warte mal, ich lass mich gucken. Tatsächlich nicht. Das wäre echt schade. Ich weiß nicht, der Heris isst sehr gerne Sushi. Vielleicht kommt er ja zum Sushi. Ich weiß nicht. Ganz zufällig, sie? Ja, keine Ahnung. Nee, ich weiß ja nicht, ob er um die Uhrzeit auch mal vorbeiguckt. Das ist so ein Mensch, der hat Heißhunger, der Heris. Das heißt, der guckt immer abends, was haben noch für Läden auf. Vielleicht fährt er hier vorbei, sieht, dass er leider offen hat. Aber das ist eher unwahrscheinlich, ne? Sisi, aber die Chance ist nicht gleich null, sie? Ja, das stimmt. Wir werden dann, wo sie da hin? Abwarten. Wir gehen jetzt mal rein. Let's go. Lass uns gehen. Orale. Geht ihr denn? Mario, sie ist da hochgegangen. Auf gar keinen Fall. Sie ist von unten rein, oder nicht? Nur, ich habe gesehen, wie die da hoch ist. Boah. Hola, so eine Lady, wo sind du? Weißt du, was mich das erinnert, Bruder? Was zur Hölle? Warum seid ihr hier? Wie schön sieht das aus? Wer hat euch erlaubt, hier hochzukommen? Ja, ich dachte, das ist ein Laden. Tut mir leid, ich wusste jetzt nicht, dass das... Wollt ihr in die VIP-Lounge, ha? Das wäre doch verdammt. Ist das ein Anime-Laden? Ein Anime-Laden, Bruder. Und wie viel macht das jetzt alles hier? Nur damit wo ist das denn, Jani? Das sieht aus wie Dings hier, Laufhaus mit dieser weißen Vorhang. So. Bruder, das ist ein Baba-Anime-Laden, Bruder. Setz dich hin, Bruder. Guck mal, ich habe jetzt gerade eben nur für euch aufgemacht. Deswegen kann ich euch nicht alles anbieten, was es gibt, aber ich kann euch Enagi-Sushi anbieten, Maki-Sushi oder eine Sushi-Platte oder Ramen. Haben Sie auch Dings hier? Eine Sushi-Platte für alle. Gyoza? Haben Sie auch Gyoza da? Leider nicht, aber das liegt halt auch einfach daran, dass gerade unser Koch nicht mehr da ist. Können Sie das nicht selber? Nein, leider nicht. Sonst wäre ich Köchin und nicht Chefin. Man kann ja auch beides, ne? Manche Sachen überlasse ich lieber anderen Leuten. Also, habt ihr Bock auf eine Platte oder wie sieht's aus? Ja, machst du uns eine Platte bitte. Eine ist ziemlich klein, wollt ihr nicht dry haben? Kommen Sie doch mal her, das kann ich auch mal. Was kostet eine Platte? 1000. Also, wie viel warten Sie mal? 1000, was ist das für eine Platte? Ist da Blattgold drauf? Kommt Zahlbay höchstpersönlich und macht ein Wasabi drauf auf mein Sushi? Oder warum kostet das 1000? Das ist der beste Fisch der Stadt. Da haben sie es mit Liebe gemacht. Ja, sie und der Preis. Sag Ayo, red doch mal lauter. Ja, ich rede lauter, Entschuldigung. Also, 1000 pro Platte. Da. Okay, dann nehmen wir eine halbe Platte. Eine halbe Platte? Ja, halbe Platte, wir teilen das. Wir haben nicht so viel Hunger. Dann kriegt ihr eine Giri. Das ist alles, was ihr kriegt. Kleine mit der Nutsnack. Haben Sie auch diesen giftigen Fisch da? Ich habe ein Aal da, wenn Sie ein Aal wollen. Ein Aal? Ja, ist ein Aal. Nee, ich meine diesen giftige Kugelfisch, ja? Warte, lassen Sie mich mal schnell schauen, warte. Weißt du, Sushi Maki kann die nicht machen, aber bei giftige Kugelfisch, auf einmal die kann gucken, auf einmal die kann giftige Kugelfisch schneiden. Gleich kippen wir alle hin und sind tot. Ey, aber warum machen wir so oft teuer ohne Geld in den Taschen? Ja, du bist Herz. Ich? No, Mario hat gesagt, er hat... Nein, das geht auf deinen Nacken. Niemals. Das geht auf deinen Nacken. Nein, verarschen? Nein. Ich hoffe, in diesem Kugelfisch ist Gift. Bruder, dann bestell noch mal 3 Cola, Bruder. ein Uno da, Bruder. So, da muss ich euch leider enttäuschen. Wir haben leider... Okay, bringst du 3 Cola erstmal, jalla. Ja, ich hätte auch gern dann erstmal eine Cola. Obwohl, nee, aufgrund meiner Gastritis nehme ich doch erstmal ein stilles Wasser mit Slice of Lemon, please, ja? Für mich auch nur Mineralwasser. Also vom Wasser an. Okay, 2 Wasser, eine Cola. Mit Zitrone bitte. Vom Wasser an, beide Wasser. Ey, das war aber nicht so abgemacht, dass ich zahle. Mach doch kein Auge, du hast doch Geld. Guck mal, du hast hier Verdammt, aber es kann doch nicht sein, dass ihr sagt, dass Mario zahlt und dann kommen wir her und dann muss ich zahlen. Ach, probieren wir mal. Warum nicht? Man kann doch mal auch seine Leute einladen, oder nicht? Ja? Seine Leute? Ich kenne euch seit 5 Minuten. Ja. Du kennst uns seit 5 Minuten, aber wir sind ja anscheinend wichtig genug, gemeinsam essen zu gehen. Dann kannst du ja auch wohl zahlen mal für einen Tag. Mir war es wichtig, dass er gesagt hat, dass er zahlt. Auf gratis Essen sage ich doch nicht nein. Hör doch mal zu, Amigo, ich zahl gar nichts, Amigo. Du zahlst. Kurz ein Grande geworden. Hör doch mal zu, das ist doch egal, Hombre. Du zahlst. Das diskutieren wir noch einmal aus. Vielleicht natürlich wenn Heris kommt. Natürlich nicht, Cavallero. Du zahlst, Amigo. Wenn wir nicht Heris, dass du nicht den Cavallero. Wir machen das nicht. Ich zahle keinen Cent. Der Mann, der bezahlt keiner, aber seid ruhig.
Ja. Wir sagen, wir bezahlen nach Essen, wir gucken, wenn es schmeckt. Ich ziehen durch. Ich höre ein Hausverbot, oder nicht? Geh du nochmal. Morgen esse ich wieder. Scheiß auf diese Sushi. Einmal die ist da, die ist da. Ah, kommt sie rein, kommt sie. Ah, natürlich werden wir zahlen. Sogar Trinkgeld werden wir geben. Wartet mal. Habe ich gerade eben hier gehört, scheiß auf diesen Sushi-Laden? Nein, scheiß auf den Sushi-Laden unten. Der Sushi-Laden unten am Stadtberg, der ist so scheiße, ne? Die Waffe weg, alles gut, wir haben nichts Probleme hier, oder was? Nein, Harris, bitte, bitte, kack nicht ein, Harris! Harris! Bitte, bitte, ich küsse deinen Arsch! Ich küsse deinen Arsch, scheiß nicht rein, bitte! Nein, Harris, bitte, alles gut. Wie heißen Sie? Wie ist Ihr Name? Ich bin Amy, hi. Okay, Amy, passen Sie auf. Alles ist gut, der ist nur gereizt, weil der hat wieder seit, dem geht es einfach nicht gut aktuell. Der hat eine schwierige Zeit, der schläft seit vier Wochen. Der schläft seit vier Wochen. Der schläft seit vier Wochen auf der Couch, dem geht es nicht gut. Deswegen alles gut. Zogen Sie sich ums Essen, ich versuche den zu beruhigen. Ja? Und das hat er nicht so gemeint. Das mit dem scheiß Sushi-Laden, das war nicht so gemeint, nur unten hat ein Sushi-Laden aufgemacht am Stadtpark und der ist echt scheiße. Und ich bin glücklich jetzt, dass wir hier sind und das ist ein neuer Laden. 100%. Okay. Herr, ich habe noch nicht geschlafen. Haben Sie Hunger? Vielleicht hilft das ein bisschen. Wie Sie noch nicht geschlafen? Ja, ich hätte gerne zwei fette Melonen. Wir bieten leider nur Fisch an. Ja, dann hätte ich jetzt... Ich nehme dann einmal Lachs. Ne? Ich weiß nicht, was daran so lustig ist. Verstehe ich auch. In die Richtung können wir auch gerne gehen, gar kein Problem. Fisch nehme ich auch. Du magst doch gar keinen Fisch eigentlich, oder? Die wird doch immer schlecht. Ich kann Ihnen auch eine komplette Fischplatte anbieten, wenn Sie wollen. Bringen Sie diese Pistazie. Das ist sehr, sehr gut. Bringen Sie diese grüne Pistazie, das mag ich am meisten. Diese Pistazie, genau. Ich komme mal kurz mit Ihnen mit. Kommen Sie mal kurz einmal mit, gell? Marcel, nimm ruhig Platz, alles gut. Gehst du rein, bitte stress dich nicht rum, nimm den Leiter nicht auseinander, die hat extra für uns aufgemacht. Okay, scheiß, okay, ich fick uns nicht, fick mich nicht. Es tut mir erstmal sehr, sehr leid, ja, dass der da so reingeplatzt ist. Mhm. Der hat aktuell eine sehr, sehr schwierige Zeit und ich kann mich nur entschuldigen, ja, in seinem Namen. Der ist jetzt auch wieder ganz okay. Können Sie dem bitte Wasabi machen und dem das einfach als Pistazienpaste verkaufen? Der weiß dann, der nimmt dann so einen Löffel davon, weil der weiß gar nicht, was das ist, der Vollidiot. Der ist bald 50 Jahre alt, der weiß nur immer nicht, was Wasabi ist. Aber alles gut, machen Sie einfach so eine Wasabi-Schüssel. Ich mache ihm einfach eine Sushi-Platte fertig, da ist auch Wasabi und so drauf, oder? Ja, aber das der, ist soll eine denken, Idee, das, der soll denken, dass das Pistazie ist, der soll leiden, der soll da reinbeißen und so. Der soll denken, dass das Pistazie ist. Ach so, wieso? Ja, aber der Mann... hat ziemlich aggressiv geschienen. Also ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, wenn ich hier alleine vor euch stehe und der vollkommen ausflippt. Ja, wenn der einmal bellt, ich klatsche den kurz einmal rum, ist doch kein Problem. Hand drauf? Ja, natürlich Hand drauf. Wenn Sie nicht klatschen, klatsche ich Sie. Dann klatsche ich Sie aber auch zurück, das muss Ihnen klar sein. Oh, ich glaube nicht, dass Sie mich zurückklatschen. Ich glaube, dazu sind Sie dann nicht mehr in der Lage. Also bitte machen Sie jetzt den Fisch, ja, wir wollen ja hier jetzt nicht weiter austragen. Alright. Ja, besser ist es. Hey! Ich habe die Pflanze. Bitte? Okay, was ist das für eine Katze, Hamalkoin? Reicht. Reicht. Ich hab. Ja, was hast du, Janni? Du hast schon fünfmal gesagt, ich hab. Was hast du denn, bitte? Was hast du? Was? Sie. Ich habe die Platten bereits vorbereitet. Ich habe ach so, hast du diese Fertig-Sushi von Aldi geholt und müssen uns jetzt servieren hier für doppelt so teuer bevor oder was? Wenn ich Ihnen irgendwas servieren kann, muss ich natürlich auf unser. Auf das, was Sie zahlen müssen, bestehen. Das ist so schlecht, das ist so ein Scam, dieser Laden, das ist so 3000 bitte, für Advisorship. Wie viel? Aber dann lassen wir uns auch schon das Essen. Am Ende ist das Essen vergiftet, verstehen Sie, was ich meine? Gib es doch mal kurz. Wieso sollte das Essen vergiftet kurz sein? Diese Packung, die sind zufällig so aus wie bei Aldi da im Kühlschrank, die man für 23 bekommt. Warte mal. Das ist das beste Sushi, das ich jemals bekommen. Warte mal. Du willst mir jetzt sagen, das Essen kostet hier 3000 Dollar, oder wie? Eine Sushi-Platte kostet 1000. Wenn Sie was anderes wollen, dann gibt es auch was für 500, 700, 600. Wieso? Ich habe eine Frage. Was ist in diesem Sushi-Teller drin? Das ist das beste Sushi, das Sie jemals essen werden. Ich weiß auch nicht, was das für ein Sushi-Teller ist, Janni. 4000 Dollar. Bläst dieser Teller mir ein, oder was? Was ist das? Sag mal. Ja, genau das wollte ich sagen. Bläst dieser Teller mir ein. Und was ist das mit 1000 Dollar? Ich weiß nicht, ob Sie darauf stehen, dass Roa Fisch ihn einbläst, aber ich glaube nicht. Ja, warum zahle ich dann dafür 1000 Dollar? Ach, weißt du was? Heute ist ein guter Tag. Wir zahlen das. Okay, wir zahlen. Kein Problem. 2000. Wir zahlen das. Ja, vielen Dank.
Sie. Ich habe leider kein Bargeld dabei. Sergio, kannst du die Rechnung mal übernehmen? Wir können ja gleich zahlen. Man ist ja in guten Lokalen, genießt man erst das Essen und dann kommt die Rechnung am Ende. Richtig. Glauben Sie, wir zahlen nicht? Ich bin ein Mann von Name, Sergio Mendes. Merken Sie sich. Das ist Sergio Mendes. Sergio Mendes. Kennst du nicht Mendes? Wenn Sie doch nur willig. Ich werde doch nicht meinen Namen verlieren, weil ich 3000 Euro nicht zahlen möchte. Dollar nicht zahlen möchte, verdammt. Mendes, Merci. Er weiß nicht mal mehr, welche Währung er hier in der Stadt hat. So ja, ich hab viel mit Pesos gearbeitet. Ich weiß, natürlich. Das ist ja voll verständlich. So, dann bring doch mal was zu essen her. Oh, ich habe es doch die ganze Zeit auf dem Tablett. Ich würde es Ihnen ja gerne hinlegen, aber ich muss erstmal das Geld annehmen, wie gesagt. Ach so. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Also man will ja erstmal essen und den Abend genießen. Am Ende kommt ja meistens die Rechnung. Ja, ja. Alright. Das ist auch nicht richtig. Wissen Sie warum? Was? Wenn man jetzt schon im Business oder sind wir jetzt hier im chinesischen Restaurant? Was soll das? Warte mal ganz kurz. Okay, Sie kriegen Ihre Sushi-Platten und ich stelle eine Rechnung aus. An wen geht die? Die Rechnung kannst du an Serious. Sergio Mendes. Also Sie haben das Essen gerade bei sich. Sie? Okay, warum bist du jetzt so eingeschüchtert auf einmal? Nein, bin ich nicht. So, du gibst uns jetzt das Essen, aber dalle! Hallo, entspann dich doch mal! Jungs! Jungs, ich will doch morgen nochmal hier essen kommen, ihr habt mich gefickt, bitte! Setzt euch hin, Ayo, Wettmando und! Ich will doch hier essen kommen öfter, ich hab doch keinen Bock, Hausverbot zu bekommen, bitte entspannt euch doch mal! Tut mir leid! Fack die Kamera weg, Amanoga, was machst du da? Die Emotionen sind durchgebrannt! Ich mach Achtung, Achtzocke! Die Emotionen sind durchgebrannt, tut mir leid! Okay. Ist hier irgendwo eine Klinge? Ist hier unten? Hier ist Ihre Sushi-Platte, lassen Sie sie schmecken. Ich dann einmal das riecht doch nicht nach Fisch. Wenn es nicht nach Fisch riecht, dann ist es ein gutes Zeichen. Ja, richtig, stimmt. Wenn das nicht nach Fisch riecht, dann ist es ein sehr gutes Zeichen. Dann kann man auch rein. Dann kann man sich das auf jeden Fall gönnen. Ne, der Sushi. Wie haben wir. Setz mal hin, Ayo, ich muss mit dir reden. Setz mal hin. Aber Brüder. Habt ihr Lust in Ding reinzugehen? Nee. Wie nee? Wo denn? Weißt du, was ich meine? Ich will erstmal essen. In das Horrorhaus am Würfelpark. Du meinst das Horrorhaus am Würfelpark? Ja, da gibt's so ein Horrorhaus, richtig. Echt? Ja, aber die Frage ist: Hast du deine Nachtsichtgerät schon? Ohne. Du bist ohne Nachtsichtgerät rein, das ist aber ziemlich dumm. Du kannst ja mit Nachtsichtgerät rein und ich komme hinterher ohne Nachtsichtgerät. Schwanz. Ja, doch, weil ich werde dich ficken, du Hund. Ich werde dich ficken. Ey, nicht, dass sie dich holen. Oh mein Gott! Das ist mir jetzt diese Sushi, Bruder. Gib mal diese Sushi. Nee. Ja, wo bleibt unsere Sushi aus, sag mir? Ja. Lecker. Wow, das sieht so, so gut aus. Das hat so was. Das sieht sehr, sehr lecker aus, muss ich ehrlich sagen. Das gibt sicher Trinkgeld. Auf jeden Fall. Ich nehme mir mal da was raus. Wow, was habe ich denn da? Lecker. Das schmeckt gut. Ja, ist gut. Schmeckt wirklich gut. Können wir machen. Hola. Und? Sehr, sehr gut. Phänomenal. Und vor allem, also auch Avocado, nicht braun geworden, sondern noch sehr, sehr frisch. Sehr, und vor allem dieser Ausblick. Hey, aber. Das mit der Waffe tut mir nochmal leid. Ja, das ging halt so in. Verstehen Sie? Was? Nochmal, ich hab's nicht verstanden. Was ich gesagt habe, ist, es tut mir leid, dass ich mit der Waffe auf Sie getillt habe. Ja, ist okay. Das waren meine Emotionen. Alles gut. Ich verstehe das. Gracias. Wenn ich noch was für Sie tun kann, dann sagen Sie mir bitte Bescheid. Unten sind noch andere Gäste. Ach so, Sie haben doch auf jetzt, oder was? Ach ja, ich habe vergessen, die Tür abzuschließen. Aber wir haben doch extra exklusiv für uns gemacht. Wieso holen Sie denn andere Gäste rein? Ich wollte gerade sagen, was ist das denn für ein Scammy? Es hieß doch eben, Sie machen nur für uns auf. Warum sind denn da jetzt andere Leute, die essen? Wie gesagt, ich habe vergessen, die Tür abzuschließen und Sie haben nicht gesagt, dass Sie exklusiv hier sein wollen. Ich habe Sie exklusiv hier eingeladen. Okay, dann zahlen wir nichts. Ja, wir zahlen nichts, fertig. Ja, wir zahlen nichts. Das ist Eid, was du machst. Gut, Was geht hier ab? Die Rechnung wollen nicht zahlen. Abend. Ja, was geht ab hier? Guten Abend. Sie sind der Besitzer? Sind Sie der Chef? Ja, ich bin der Chef. Was geht ab? Ich bin Mr. Fug. Guten Abend. Mein Name ist Herr Ulike. Okay. Grüße. Ich bin hier eingeladen worden von Ihrer Mitarbeiterin, die
Amy. Von Amy. Die Amy, ja. Die hat mich eingeladen, hier mit meinen Freunden exklusiv heute in diesem Laden zu essen, weil er eigentlich um die Uhrzeit geschlossen hat. Und jetzt auf einmal heißt es, ja, hier sind noch andere Gäste. Das ist für mich nicht exklusiv. Und jetzt fühle ich mich tatsächlich etwas betrogen, ja, auch um mein Geld. Und jetzt möchte ich nicht mehr bezahlen, weil das ist keine Exklusivität, die ich jetzt hier aktuell genieße, sondern ich bin jetzt hier der Otto-Normalverbraucher, wenn auch andere unten essen. Also wir wollen unser Geld zurück. Habt ihr überhaupt schon bezahlt? Sie, ich habe dieser Dame $5,000 gegeben. $5,000? Wir wollen das Geld zurück. No, das haben sie mir nicht gegeben. Nein, ihr fliegt sie auch noch. Das hallo? Ist unverschämt. Hallo? Natürlich haben wir gezahlt. Hä? Hallo? Hallo? Ich glaube, wir sollten kurz reden. Amy, ich glaube, es geht los jetzt hier. Also, ich bin so voll bei dir. Ich mach diesen Laden so, Wallah, ich mach den Laden so, habt ihr verstanden, wenn ihr nicht mein Geld zurückbekommt? Moment. Wir wollen unser Geld. Sofort. Ich höre morgen sofort Gesundheitsamt hier auf diesen Laden, der macht alles so. Schul, Achtung, Abzocke, die sollen diesen Laden auseinandernehmen. Endlich, Alhamdulillah. Ja, ja, hallo, ich pack mal, der hat sogar Schalldämpfer, der ist Splintercell geworden, der hat Schalldämpfer sogar auf seinem Pistol. Entspann dich mal, hallo. Na gut, wir wollen unser Geld nicht zurück. Wir wollen unser Geld nicht zurück, alles gut. Wir wollen euer Geld erstmal sehen und dann reden wir weiter. Ich muss kacken, kann ich? Ich muss uns hier hinscheißen jetzt. Ich muss echt los. Ich muss auch gar nicht kriegen. Kein Schritt. Oh, ich hab auf gar keinen Fall. Dann kacken Sie mir lieber auf das Sofa. Ich kann auch gerne auf deinen Kopf. Setzen Sie sich. Gut, wir wollen unser Geld nicht zurück, alles gut. Wir wollen aber essen, wir haben immer noch nichts gegessen. Bezahlen. Entspann dich mal da hinten, hast du verstanden? Könnt ihr auch mal lauter reden da hinten? Bezahlen. lach nicht. Bruder, was willst du nochmal? Sag's nochmal. Wir wollen, dass ihr bezahlt. Yo, hallo, bitte. Alles gut, bitte die Waffe runter. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was ist das hier für ein Laden? Bin ich hier in Sushi-Laden oder Jacuzzi gelandet? Ich weiß nicht, wer hier gerade der komplett gestört ist, aber mein Kollege sagt, er hat $5,000 bezahlt. Und du, kleine süße Maus. Hör auf, bitte. Nein, nicht schießen, bitte nicht schießen, bitte. Bitte nicht schießen, bitte. Ich weiß. Nein, please. Alles ruhig, alles ruhig. Bitches. Er weint. Hör zu. Was machen Sie da oben? Schau mal, wir haben doch bezahlt. Ja, wir sind gleich für Sie da, die Socker, so schön. Bezahlen. Sie, Brüte, wir haben bezahlt. Wir verzichten auf unser Geld. Wir verzichten auf unser Geld. Sushi war sehr lecker. Ich habe hier eine Avocado Maki bestellt gehabt. Ich muss sagen tatsächlich, dass die Avocado sehr, sehr frisch war. Und auch der Reis war sehr, sehr, sehr klebrig. Das ist sehr auch sehr, gut, sehr wichtig beim Sushi, ne? Dass der Reis nicht auseinanderfällt, sondern dass es sehr, sehr auch aneinander klebt. Auch die Samenpaste, die da drauf war, deliziös, ne? War das kleine gewisse Etwas, was da noch immer fehlt. Bei den anderen Sushi-Läden haben sie dann wirklich vollständig erfüllt. Großes Lob von mir, das gibt eine Google-Bewertung von 5 Sternen. Ja? Das wäre gut, nur dass wir verarscht wurden mit dem Exklusiv. Das ist nicht schlimm, da kann man ein Auge zudrücken. Aber egal, wir drücken ein Auge zu, behaltet das Geld, wir gehen jetzt rein. Ich kümmere mich kurz um die anderen, ihr kümmert euch um die. Wenn ihr das Geld nicht seht, ihr wisst. Bezahlen. Ihr wisst was. Ja, ich hab verstanden. Da werden bezahlen, Amana Socken. Wir haben doch verstanden. Ich bin dich doch. Okay, wer bekommt wir die Leistung? Wir haben bezahlt. Wir haben doch bezahlt. Hör zu, wie schlimm. Wer hat denn bezahlt von euch? Wer von euch hat bezahlt? Der. Seine Der hinten. Hier. Der. Also der war das. Sie sagen mir er und er sagt. Ich habe bezahlt. Genau. Er sagt er. Na gut, ich gehe kurz zu der Frau, rede mit dir. Nein. Die ist gerade beschäftigt, bezahlen Sie. Ich klär das so mit dir. Hallo, nimm doch die Waffe runter, bitte, Jungs. Wir wollten doch nur Sushi essen, auf einmal spielen hier Dings hier. Damian, bist du schön auf die Avocado getreten, super, haben wir nicht mal zu Ende gegessen, sehr schön. Mein Gott, das ist auch schon egal, ob die Avocado kaputt ist oder nicht. Nein, ich wollte das noch mitnehmen, können Sie das vielleicht noch... Die verfickte chinesische Waffe uns mit Waffen bedroht? Ja, entspann dich doch, können Sie das vielleicht einpacken, bitte, in Tüte, ich packe das hier mitnehmen. Ja, ich bezahle das ein. Ja, darf ich mitnehmen erst, bevor ich bezahle. Okay. Wer bekommt die Rechnung? Okay, bezahlen. Ja, hey, das können Sie vorne mitnehmen. Okay. Ja, wer bekommt die Rechnung? Bezahlen! Ich mein gut, ey, leg die Waffe jetzt runter. Warum lacht du? Ja, ich weiß nicht. Ich gebe mal den Herrn hier vorne die Rechnung, ja?
Nein, sie nicht. Doch, doch, ihn. Nein, nein, nicht mehr. Doch, doch, alles gut. Richtig, genau so. Kein Geld. Ich bezahle kein Geld, Chef. Kein Geld, Chef. Ich habe auch kein Geld, ey. Kein Geld, Chef. Kein Geld. Ich keine Geld, keine Geld. Dieser Mann. Zu spät, dieser tut mir Mann leid. Ich hey, kann nicht mehr zahlen. Hallo, hallo, bitte, ich hab echt kein ich Geld. Ich hab Rechnung bekommen. Ich. Jungs, bitte. Oh, der. Ich hab Rechnung bekommen. Dann bezahl die Rechnung. Bezahlen, hier hast du selber bezahlen. Hast du verstanden? So, ging auf deinen Nacken. Hier, bitte, hast du bezahlt. Bitte schön. Bezahlen. Er hat noch nicht bezahlt. Ja, du bezahlen. Bezahlen. Du bezahlen. Ich meine durch, bitte, bitte, bitte. Hast du die Scheiben gefickt? Du hast Rechnung bekommen, du bezahlen, okay? Ich nicht bezahlen. Du hast die Rechnung. Du hast Rechnung bekommen. Ich nicht bekommen. Hätten wir die Rechnung bekommen, hätten wir bezahlt. Ja, soll ich ihm dem Herrn noch mal eine Rechnung geben? Ja, gib dem Herrn noch eine Rechnung. Ich okay. Hab bezahlt, ich hab bezahlt. Wir haben nichts bezahlt. Stopp, ich hab bezahlt. Ich hab mir nichts bezahlt. 3000, ich hab bezahlt. Nichts bezahlen. Ich hab jetzt bezahlt. Schau, nichts bezahlen. Nichts bezahlen. Schau in den Computer. Ich sehe doch über Handy, nichts bezahlt. Ich hab bezahlt. Nichts bezahlen, nichts. Sind Sie sich hundertprozentig sicher? Ich bezahle 3000 gerade. Bezahlen. Ja, ich habe 3000 bezahlt. Ich okay, habe bezahlt. Wallabilla, ich habe bezahlt. Ich gucke kurz ins System. Ich habe keine Rechnung kurz ins System. Moment. Oh mein Gott. Ich habe bezahlt, Mann. Oh mein Gott, wartet mal. Cousin? Was? Was? Nix, wer? Cousin. Ich kenne deine hässliche Fresse aus 100 Kilometer. Was machst du hier? Ich arbeite hier. Lass uns doch gehen, verdammt. Was? Nein. Das ist mein Cousin. Ist das ist dein Cousin und du willst von deiner eigenen Familie Geld haben, betrust du mit AK, ihr ja, Sheriff Sis, ihr ja, Pesevenk, ja, du Ekelhefter, wegen Geld verkaufst du deine Familie, ein Maniac. Lass ihn doch gehen, der ist doch von deiner Familie, du Sheriff. Was wir ist das? Haben bezahlen. Cousin, ist bezahlt. Ist bezahlt? Ist bezahlt. Entschuldigung. Hallo, wir hatten noch nicht unsere gebackenen Bananen, ja? Wir gehen raus. Alle Hausverbot. Wie Hausverbot? Nein, ich will morgen noch mal kommen, bitte. Bezahlen. Wir sehen uns. Der Herr hat bezahlt. Cousin, der Herr hat bezahlt. Er hat bezahlt. Alles gut. Nochmal bezahlen. Nein, nein, einmal reicht alles gut. Entschuldigung, ja, bitte. Einmal bezahlen. Alles gut. Raus. Okay, Entschuldigung. Hausverbot. Nein, nein, bitte keine Hausverbot. Ich will morgen nochmal. Ist ja nicht. Okay, bezahlen. Tamam, okay, morgen bezahlen. Aber jetzt keine Hausverbot, ja? Bitte, Chef. Ich komme morgen, Chef. Ich mach einen Tag Arbeit hier umsonst. Du morgen doppelt bezahlen. Ich kenne mich, Dings. Jum-Jum, ich esse Jum-Jum. Dings, Instant Null. 50 Cent drauf. Hier klickst du nur hier. Lau. Kindergarten. Das erinnert mich an ganz andere Etablissements hier, ne? Mit diesem Dings, das ist schon ganz. Oh, Entschuldigung. Ja, alles klar. Das war früher ein anderer Laden, den hab ich gern benutzt. Ja. Ja. Okay, das war's jetzt. Kann ich hier echt nicht mehr. Morgen kommen, doppelt bezahlen. Kann ich auch arbeiten und dann essen, umsonst? Nein. Was? Also, warte. Was ich dir anbieten kann, du kannst angeln gehen. Und wenn du mit Fisch fliegst oder so? Alles gut. Ich bezahle. Nein, also, oder du bezahlst, wie du willst. Ich würde hier arbeiten, aber ich gehe doch nicht angeln, bitte. Ich kann das doch gar nicht. Wie du kannst du nicht angeln, oder? Nein, ich kann das nicht. Ich habe Angst vor Fische. Was? Hast du Angst, dass sie dich angreifen? Ja, ja, ich bin damals in ein Becken gefahren mit Dings hier, Piranhas. Also, verstehe, ja. Damals die Piranhas, die haben damals mein Sibi abgebissen und der hat ungefähr 40 cm dadurch verloren, aber ich habe trotzdem noch 30. Das war ein Plan für mich. Ja, ja. Bis morgen, ja, Jungs, wir hören uns. Warum habt ihr euch nicht beeilt, hä? Oh, was ist los? Digga, ihr seid solche Wichser, wir haben euch einen Viertürer klar gemacht. Ach, scheiß auf euch, Digga, wirklich. Musst du wieder, stellst du, musst du wieder reden, na, jo. Entschuldigung, ich wollte noch mich bedanken, ja? Danke für den schönen Abend, ja? Vielen Dank. Morgen doppelt bezahlen. Ja, doppelt bezahlen sind die 16 doppelt bezahlen. Richtig, genau so. Tschüss. Na, pass lock. Okay, komm, sieh durch, bevor die uns was. Oh, hey, was ist ein schöner Benzer? Was ist das für ein Auto? Ja, Bruder, gib ihm, Bruder. Ja, Bruder, Frank. Digga, was habt ihr mit mir gemacht? Was ein Wagen, gib ihm. Oh, die schießen. Fahr, zieh durch. Oh.